So, Crew-Koop. Mal gucken, ob der Tobias Bock zu hat. Nur einmal frage ich ihn noch. Dann nicht, dann machen wir es einzeln. So. Na, ich hoffe, ich kriege mindestens Silber, dass ich da keine Verluste mache. Du wieder. Ich hab Troy gewarnt. Du hast nicht den Killerinstinkt, der einen Penner von einem 5'10 unterscheidet. Junge, das wird ein Untergang. Dann los. Ja, hoffe ich auch. So ist's geplant, Hirsch. Und jetzt lass mich. Da fährt er auch nur ein Mustang. Kann doch nicht so schwer sein, den zu besiegen. Aber mal gucken. Scheiße. Na, ich glaube, das Rennen muss ich gleich nochmal starten. Nein. Vier Sekunden vor mir. Komm schon, es kann nicht so schwer sein, den zu kriegen. Schnell ins Ziel! Naja, erster, aber am ersten Versuch. Trotz den ganzen Crash nicht so übel. Mission erfüllt, bestimmt nur Bronze wieder, ne? Ah, sag ich, ach, fuck. Naja, kann man nichts machen. Teil ins Haku schicken, jawohl. So, Rückkehr zum freien Fahren. Du kennst das 5'10 Credo Hombre. Verschwinde von hier und freu dich, dass du deine Karre behalten kannst. Genau.
hast deinen Teil erfüllt und ich habe ausgetüftelt, wie wir beide bekommen, was wir wollen. Fahr zu dem Punkt auf deiner Karte. Notch-Zone. Okay, dann fahren wir da auch noch hin. Nun nehmen wir aber hier die Sehenswürdigkeit mit. Oh, genug gesehen. Ja, schon auf dem Weg. Noch mal ein paar Punkte. Sieht schon gut aus. Kilometer, dann sagt er sowieso nicht zu. Der, ich weiß gar nicht, wo er auch drauf los will. Aber dann machen wir das mal hier, ne? Was ist das hier? Beschleunigungsrennen, oder was? Was ist passiert? Ich ruf zurück. Bring den Testfahrer zum Stehen. Schau wieder mit der Karre gar nicht, oder? Alex, lange nichts von dir gehört. Wie ist die Lage? Ich besorge uns einen Rennwagen, dann bekommt Hirschleiter sein Biforte zu und ich meins. Du bist undercover, aber das ist kein Freischein für eine Diebestour. Relax, der Wagen wurde auf Bestellung aus Europa gekauft. Wir stellen hier nur gestohlenes Eigentum sicher. Okay, ich kann damit leben, wenn wir ihn später sicherstellen können. Nächstes Mal sprichst du sowas erst mit mir ab. Schnell. Du holst auf. Alter.
fuck. Immer noch nicht gereicht. Komm, den starten wir nochmal. Das hätte ich jetzt in 3 Sekunden eh nicht mehr geschafft. Komm, das überspringe ich. Zack. Jawohl. Ist auch geil, der hat vorne einen Ditcher, obwohl ich ihn hinten gerammt habe. Naja, was soll's. Ganz perfekt ist das Spiel noch nicht. Hast du seine ID? Ja. Fahr rüber zur Piste und nimm seinen Platz bei der Testfahrt ein. Okay, was jetzt? Wir dürfen keinen Verdacht erregen. Nimm als Testfahrer an dieser Proberunde teil und fahr dann die erste Ausfahrt raus. Halt das Tempo, sonst schicken sie dich in die Box und die Sache ist aus. Da habe ich gerade geträumt, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Das machen wir nochmal. Okay, was jetzt? Wir dürfen keinen Verdacht erregen. Nimm als Testfahrer an dieser Proberunde teil und fahr dann die erste Ausfahrt raus. Genau, dann machen wir mal die Proberunde. Halt das Tempo, sonst schicken sie dich in die Box und die Sache ist aus. Ist aber auch knapp gemacht. Fährt aber auch nicht schneller, die Karre. Das ist echt gut. Eine Ausfahrt gesehen? Ich glaube, da kommt eine. Hoffentlich klappt's. Sieht schon geil aus, echt Hammer. Hirsch, ich glaube Troy kennt unseren Plan. Was? Hab 1000 Troy-Typen am Arsch.
Ah, das machen wir nochmal. Letzten Teil erneut versuchen. Jawohl. Hätte ich ja da nicht abbiegen sollen. Ne? Ah, sieht fett aus. So, gleich mal versuchen, ein bisschen geschickt zu fahren. Verschwinde da! Ich brauche den Wagen! Was war das denn? Komm, überspringen. Hab mich voll gecrashed, ey. Ich brauch den Wagen. Ist auch ein Mist, dass dieser blöde Helikopter da immer rumfliegt. Sag jetzt nicht, jetzt kommen die. Okay, hätte ich vielleicht wissen müssen, dass er nur auf der Straße gut ist. Komm, die wissen nicht, wo ich bin. Und die wissen anscheinend doch, wo ich bin. Scheiße. Bitte nicht. Oh. Also nochmal.
Na. Das ist sagenhaft. Kann ich hier jetzt endlich mal weg? Ja, du fährst mir genau in die Spur, du Arsch. So, jetzt aber weg hier. Alter, was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Haut doch mal alle ab da. Oh, das hat ja auch gedauert. Ich hasse diese Fluchtdings. Überall ist Gegenverkehr und immer was im Weg. Das war bestimmt nur Bronze. Ja, war ja klar. Minus 1, ey. Teil ins Akku. So, fortfahren. Naja, jetzt hast du dein Auto. Krieg ich jetzt mein Tattoo? Wow. Der hat was, oder? Hatte schon bessere. Aber nicht viele. Ein V6 wird später unser kleines Geschenk abholen. Läuft alles gut, siehst du hier den neuen V4 im mittleren Westen. Und du, Freund, hast das 510-Tattoo erworben. Jawohl. Geschafft, Mann. Ich bin V4 im Mittelwesten und du, mein Freund, bist 510. Du hast ein Tattoo, Bruder. Such dir eine schöne Stelle aus. Also, ich bin drin? Du bist registriert. Jetzt, wo du offiziell bist, willst du sicher ein bisschen in der Welt rumkommen. Sag mir, was ansteht. Ein Typ namens Eric Zhu schmeißt die Ostküste für Schiff. Übler Kerl. Die 510 verlieren dadurch eine Menge Geld. Ich habe versprochen, jemanden vorbeizuschicken. Regle das an der Ostküste. Da ist dein V2. Alles klar. So, dann schauen wir nochmal auf die Karte. Ostküste. Dann ist er wohl das. Harry, genau. Auswählen, Wegpunkt setzen und da das ja ein paar Kilometerchen sind und da es bestimmt eine Menge zu entdecken gibt, werden wir das Ganze beschleunigen, indem ich das offline fahre. Und wenn was Spannendes passiert, drücke ich die Aufnahmetaste. Und ja, dann danke ich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich mache mich auf den Weg nach New York. Und ja, ich hoffe, ihr schaut wieder rein beim nächsten Video von The Crew. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.